Guten Morgen, guten Morgen. Herzlich willkommen, Selbstliebe Challenge Teil 13 oder Live Tag 13. So ist es richtig. Wie war euer Tag gestern? Ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen, dass Menschen angefangen haben mit ihrer To-Want-Liste und damit auch sehr glücklich sind. Und wie das Leben so möchte, habe ich gestern auch ein Bild entdeckt von jemandem, guten Morgen, liebe Michelle, von jemandem, der bei der To-Want-Liste am Anfang dabei war. Und die ist vorgestern nach Mallorca geflogen und hat mir ein Bild davon geschickt. Also Leute, so eine Listen, die war übrigens, ich glaube, 20 Jahre oder so nicht in Urlaub. Es ist so, dass Listen was bewirken. Aber nur meine Listen. Also es gibt Listen, die machen Stress, aber meine Listen machen keinen Stress, sondern die machen einfach nur Spaß. Und weil das gestern so viel war und gestern ja auch Dankbarkeitsdonnerstag war, habe ich gedacht, ich mache im Rahmen meiner Selbstliebe-Challenge, also ihr seid quasi die Initiatoren, mache ich am Sonntag nochmal ein Live. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was am Sonntag für ein Tag ist. Am Sonntag ist der 19. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes, außer dass ich am 19. August Geburtstag habe. Aber es ist schon was Besonderes, weil es ist nämlich Welttoilettentag. Da kannst du ja jetzt sagen, geht mich nichts an, scheiß drauf oder was auch immer. Aber ich finde, gerade im Zusammenhang mit Listen kann man dieses Thema aufgreifen. Und deswegen werde ich am Sonntag, dem 19.11. um 11.11 Uhr, wie das so meine Art ist, zu Paragraphen Silvias Morgenlatte mal wieder live gehen und möchte mit dir gemeinsam, wenn du dazu Lust hast, die Kann-Weg-Liste fertigen. Also die Kann-Weg-Liste ist die optimale Vorvorbereitung für ein richtig tolles 2024. Denn, ich gebe dir jetzt ein Rätsel auf und wenn du es bis morgen nicht gelöst hast, nee, morgen ist ja Samstag, ne? Oh, ich löse das dann erstmal nur für die, die gebucht haben, offiziell gebucht haben, auf. Und ansonsten erfährst du dann am Sonntag des Rätsels Lösung, was ein Tablett mit deiner Kann-Weg-Liste zu tun hat. Und was die Kann-Weg-Liste für dich tun kann, ist eindeutig, du brauchst Platz in deinem Leben. Ich hatte ja schon mal gesagt, es ist nicht so, dass du zu wenig Wissen hast, sondern du setzt zu wenig Wissen um. Und deswegen, es ist zu wenig Platz zum Umsetzen. So ein Gehirn hat ja nur eine begrenzte Menge Platz. Und deswegen kann weg, da müssen Sachen weg. Ich sage selten muss, das weißt du auch, aber da können, müssen Sachen weg, damit du dich entspannt bewegen kannst und in 2024 so richtig schwungvoll durchstarten kannst. Deswegen am Sonntag um 11.11 Uhr mache ich ein Live und da geht es um die Kann-Weg-Liste. Die macht richtig viel Freude. Du wirst dich wundern, so wie die Wunschliste jetzt gemacht haben, wirst du dich wundern, wenn du die Kann-Weg-Liste machst, wie die sich fast von alleine umsetzt, weil du ja hier auch die Umsetzungstools lernst. Also, Selbstliebe ist, wenn du dich nur mit Sachen beschäftigst, die dir dienen. Du kannst auch sagen, Sachen, die mir gut tun, dann wären wir aber gleich wieder bei der Hügel-Liste, nämlich die Was-tut-mir-gut-Liste. Du siehst, habe ich einen Knall mit meinen Listen oder ist es einfach so, weil die Paragraphen-Silvia auf einfach steht und auf einfache Umsetzung steht und zwar zack, zack, zack. Da helfen Listen nämlich enorm. Cool, wenn ich... Man sollte die Knie stillhalten bei sowas. Wenn man sich die Dinge... Guten Morgen. Ach, da ist auch wieder Sigurd. Wenn man sich die Dinge
notiert, holt man sie quasi vom Unbewussten ins Bewusste. Und das ist ja das, was wir hier in dieser Challenge wollen. Also wenn du sonst weiter keine Fragen hast, ich lade dich einfach herzlich ein, schon mal eine Sammlung anzulegen für die Kann-Weg-Liste, die wir dann gemeinsam am Sonntag um 11.11 Uhr machen, oder du guckst sie dir im Replay an. Und aus allen Lebensbereichen, nimm das ganze Lebensrad, Körper, Geist, Seele, Gesundheit, Beruf, Privat, Sport, egal. Was kann weg, was du sonst heute, diese Woche, diesen Monat noch fast Tag für Tag getan hast, was dir Energie raubt, Zeit killt, was kann es noch killen? Auch das kannst du alles überlegen. Ich muss dir hier nicht immer alles vorbeten. Das ist hier eine Action-Challenge. Ihr Lieben, wir sehen uns am Sonntag um 11.11 Uhr und ansonsten am Montag. Und deswegen, also die Wochenendleute kriegen erst am Sonntagnachmittag die Mail mit dem Replay von Sonntag. Okay? Das mache ich nämlich auf meinem Privatprofil, Silvia Schodruch. Also auch nicht auf der Paragraphen Silvia. Dann weißt du Bescheid. Ich kann es aber auch hier hochladen, eigentlich. Ich wünsche dir einen wunderbaren Freitag. Und die Frage, die Freitagsfrage war natürlich, hast du eine Kann-Weg-Liste, weil am Sonntag Welttoilettentag ist? Um nochmal kurz zusammenzufassen. Also, scheiß drauf, die Sachen, wo wir drauf scheißen, damit beschäftigen wir uns kurz am Sonntag um 11.11 Uhr. Und dann sehen wir zu, dass die wegkommen. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.